Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Base hier bei Heisenberg Zockt. So, das tägliche Schlurz. Jawohl. Und dann geht's auch schon wieder los. Wir haben ein Lager. Sehr gut, hier wird Eisen geklöppelt, auch gut. Weil Eisen ist das, was tatsächlich am meisten fehlt im Moment. Aber ich habe schon gesagt, also wenn wir dann wieder genug Eisen haben, dann ist wahrscheinlich hier dann wieder Feierabend. Dann kriegen wir wieder kein Bioplastik mehr. Wobei, davon haben wir jetzt wirklich ordentlich. Also das könnte man bald handeln, das Zeugs. Sehr gut. Und da wird eh noch wieder weitergearbeitet. Irgendwie war da gerade noch einer dran. Jetzt ist aber weg. Aber dafür ist das Eisen hier im Gange. Das ist wichtiger. Und Ersatzteile haben wir auch. Jawohl, sehr gut. Sollen wir so eine Robby-Station machen? Weil guck mal, er hier. So ganz, ja, heil ist er nicht. Ich meine, klar, der wird dann natürlich von einem Ingenieur wieder aufgepäppelt. Das ist schon klar. Aber irgendwann ist vorbei mit dem Kollegen. Was kostet uns denn so eine Robotik-Dingens? Können wir das überhaupt schon bauen oder brauchen wir da noch irgendwas davor? Da. 2,4. Wenn wir so ein kleines Teil machen mit 2,2. Das wäre doch ideal. Ich weiß, die Kontrollstation, die fehlt auch noch. Aber eben, es kommen keine Besucher, solange wir hier nichts gemacht haben mit der Landebahn. Und wir haben nur einen Eingang, Ausgang. Das heißt, den können wir auch manuell noch steuern. Von daher würde ich da tatsächlich noch ein Momentchen warten. Wo kriege ich denn dich noch hin? Zum Beispiel hier hinten. Dann müsste man dort das Biodom durch. Hier hätten wir das Ganze so. Dann kann man durchs Lager durch. Macht eigentlich auch Sinn. Weil der Robby wäre dann in der Nähe des Lagers, wenn er auf die Welt kommt. Sollen wir das mal so machen? Oder brauchen wir hier was anderes? Wo brauchen wir denn das Kontrollzentrum? Das würde ich, wie gesagt, eher hier unten machen. Machen wir dich hier oben hin. Zack. Und dann werde ich das natürlich mit dem Lager verbinden. Weil sonst sind hier wieder die Essensfertiger, die Gewebegeneratoren, weg. Das möchte ich verhindern. So. Priorisiert haben wir aber tatsächlich den Kollektor. Hier fehlt noch ein Eisen. Kommt das oder... Nee, das ist in Arbeit. Jawohl. 11%. 77%. Sehr gut gearbeitet wird. Nahrung ist auch in Ordnung. Das heißt, wir können hier die Schleusen offen lassen. Also, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich mache mal volle Pulle. Was wir halt als Problem haben, ist, dass wir einen hatten. Tatsächlich wieder mit Mangelernährung. So ein Vogel. Da kommen nochmal zwei. Ingenieur und Biologe. Nee, Arbeiter. Sehr gut. Gleich mal ab in die Mine, weil die ist ja hinten ja auch noch. Da fehlen auch die Eisen. Ja, jetzt muss ich aufpassen. Wir haben fast zu viele Bauprojekte schon wieder. Das hier ist noch nicht fertig. Dann die Mine ist nicht fertig und hier die Robby-Produktion ist eben auch noch nicht fertig. Ja, Plastik kriegen sie schon mal. Ich sage jetzt nicht nochmal, das Eisen fehlt, das wissen wir. Da kommt aber gerade Eisen, wo geht da hin? Ich guck mal schnell. Wahrscheinlich nach da hinten. Ne, denkste. Aha, zur Verbindung. Okay, dieses Eisen ist für diese Verbindung. Das finde ich aber irgendwie noch interessant. Weil eigentlich wäre hier hinten das Ganze priorisiert. Ach nee, guck mal, das ist fertig. Okay, dann macht Sinn. Ja, dann haben wir den Kollektor und da wird auch gleich collected. Ich weiß, ich habe noch gesagt, wir bauen dann nochmal einen Sonnenkollektor. Aber guck mal, wir haben dermaßen viel Energie gespeichert. Da kommen wir mit denen hier auch klar. Da müssen wir jetzt nicht den Fokus drauf legen, dass wir hier nochmal so ein Teil bauen. Ein Handelsschiff. Wir wären eigentlich relativ fit, was das Handeln angeht. Wir gucken mal, was wir kaufen können, was er uns mitbringt und was es kostet. Ja, ein Patent für Superextraktor. Das ist ein Wasser, Kollege. Ein Riesenteil. Brauchen wir nicht zwingend. Wir haben noch keine Bar. Oh, ein Multidom fehlt noch, damit es ein bisschen in die Gänge kommen hier, die Leute. Da brauchen wir nicht. Da will ich auch nichts kaufen. Ersatzteile haben wir. Brauchen wir nicht. Ein Transportbord. 80. Es ist halt wieder der teuerste aller Kollegen. 132 ausgeben für ein Bot, wenn wir dann ja sowieso welche bauen, in Kürze. Also was heißt in Kürze? Ich hoffe in Kürze. Ne, wisst ihr was? Wir entlassen den. Der ist mir einfach auch grundsätzlich zu teuer. Wir brauchen einen Händler, der eine tiefere Kommission hat. Jo, tschüss. Schöne Grüße. Mhm, sehr gut. Das hier fühlt sich. Ja, bestens. Lass nur laufen. Ich hoffe jetzt aber wirklich innig, dass jetzt nicht plötzlich wieder einer irgendwie, keine Ahnung, daherkommt mit Mangelernährung. Weil sonst stehen wir dann vor einem Problem. Dann müssen wir wirklich nochmal ein Biodom bauen. Dann ist es aber vorbei. Und ein Multidom. Aber jetzt werde ich nicht noch etwas Bautechnisches anleiern. Ich meine, das Teil steht, ist auch schon wieder voll. Wir bräuchten hier schon wieder Nachschub. Ich hätte es wahrscheinlich eher groß bauen sollen. Das war nicht so eine gute Idee, dass wir da das mittlere Ding genommen haben. Ja, aber... Ja, nee. Erze haben wir.
Pumpen haben wir auch. Hier haben wir welche. Haben wir nur die beiden? Haben wir nicht schon irgendwo nochmal nachgelegt? Nee, haben wir nicht. Naja gut, würde ich jetzt aber für den Moment auch nicht. Wir haben andere Prioritäten. Hier, eben, die Robotikeinrichtung. Danach würde ich dann tatsächlich den Multidom, glaube ich, machen. Da kommen nochmal welche. Jetzt haben wir 37 Leute. Jetzt gehe ich mal auf langsam, weil langsam... Oh, Schneesturm steht bevor. Machen wir zu. Okay, einer ist draußen, einer wird sich verletzen. Das könnte man jetzt eben, wenn wir natürlich die Wachstation hätten. Dann hätten wir tatsächlich den Effekt, dass sich der nicht verletzt, weil er gleich umdreht und wieder reingeht. Ich weiß, aber eben, ihr seht jetzt, jetzt hat man auch ein bisschen Glück, es waren nicht allzu viele Leute draußen. Und in der Mine drin ist er eigentlich geschützt. Es ist halt schade, dass sie nicht so schlau sind, dass wenn ein Schneesturm tobt, dass sie dann auch drin bleiben. Oh, das sind drei Leute. Jetzt nicht rauskommen, eilt nicht. Wir haben genug Erze, bleibt mal ein bisschen, Käffchen-Time und so. Ja, auf was wartet er hier? Auf bessere Zeiten? Die anderen sind ja schon drin, du kannst eigentlich wieder wegfliegen. Oder wartet er? Ach so, ne gut, der fliegt natürlich auch nicht, wenn ein Schneesturm ist. Wäre ja bescheuert. Also das ist natürlich schon richtig, dass der da wartet. So, ich wäre ein Pilot. Ich wäre jetzt aber mal losgeflogen. Hätte wahrscheinlich in der Luft gedacht, ja, die müssen halt zumachen wegen dem Schneesturm. Hm? Und der hat mich dann gewundert, warum ich Probleme beim Fliegen kriege. So, Eisen. Leute, we need Eisen. Wir brauchen Eisen. Macht hinne. Hier wird gepumpt. Im Prinzip könnte man natürlich, wobei wir können natürlich das Bioplastik auch gebrauchen, aber ich habe gerade überlegt, so ein Teil wegzutun, abzureißen, zumindest für den Moment, und hier noch so ein drittes Teil reinzustellen, weil Erze haben wir. Wisst ihr was, das machen wir mal. Ist hier gerade leer? Jawohl. So, dafür hätten wir gerne... Nein, wir lassen es auf, wir hätten gerne so ein Teil. Zack, das Eisen liegt ja schon dort, also das ist keine große Aktion. Außer er klaut. Ne, er hat es wieder hingelegt, so dass dann der Nächste das hochziehen kann. Gut. Wenn wir jetzt sehen, dass wir hier natürlich dann kein Bioplastik mehr haben, dann werden wir das nochmal rückgängig machen, weil das kostet uns nichts. Und das wieder abreißen, dann kriegen wir dieses Eisen wieder und dann können wir hier wieder so ein Teil machen. Gut. Ich denke, jetzt haben wir nochmal ein bisschen was gemacht, damit wir endlich an die Metalle rankommen. Ist hier wirklich, sind die alle noch drin? Die sind eigentlich alle... Oh, jetzt kommt einer. Ne, einer blinkt. Wieso blinkt er? Ich glaube, er möchte raus. Vielleicht sind sie tatsächlich so intelligent, dass sie bleiben. Zumindest bis eben der Schneesturm weg ist, weil sie können sowieso nicht rein. Hier ist vernagelt. Wird natürlich jetzt auch dazu führen, dass wir hier nicht weiterkommen. Das ist auch klar. So, habe ich schneller gestellt? Ne, ich stelle mal schneller, weil wir haben absolut keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Außer warten, bis Kollege Schneesturm Adios sagt. Dafür windet es kräftig, man sieht's. Ja. Wir können natürlich, im Prinzip kann man davon absehen, irgendwie weitere Geräte hier hinzustellen. Ob das nun Sonnenkollektoren sind oder Windräder. Weil wir haben dermaßen viel Speicher. So, jetzt machen wir wieder auf. Wir haben Glück gehabt. Ne, einer hat sich hier... Ne, hat Hunger. Ja, die sind jetzt so lange in der Mine gehängt. Rumgehängt. Ja, dass sie jetzt Hunger haben. Das ist kein Problem, Leute. Wir haben genug Nahrung. Macht mal. So, Eisen. Hier hinten, die zwei fehlen. Und hier sind sie eigentlich schneller dran. Okay, das ist ihnen wichtiger hier als die Mine. Ist eigentlich logisch, weil die Leute sind natürlich froh, wenn wir dann Robbys haben, dann werden sie entlastet. Die Mine bringt nur wieder mehr Arbeit, aber die Robby-Station entlastet natürlich die Leute hier. Deswegen, ich würde auch eher, glaube ich, das hier bauen. Bevor ich dann eine Mine hinstelle, wo sich die Leute zudem wieder die Knochen brechen. Ja, müde sind sie auch geworden. Sie sind müde und hungrig geworden, während sie hier gewartet haben. Aber das könnt ihr beheben. Hier haben wir Betten, hier haben wir Nahrung. Und hier haben wir den Knopf, wo wir schneller stellen nochmal. Ja, der Multidom. Eben, das wäre tatsächlich auch noch etwas, damit sie ein bisschen zu Laune oder an gute Laune rankommen. Der Status ist gut, das freut mich. Das heißt, dass im Prinzip auch Besucher kommen würden. Aber ich erinnere daran, wenn wir jetzt... uns mal überlegen, vielleicht schon einen Raumhafen zu bauen, der kostet 10 Eisen. Also das ist mir dann doch zu fett, zumal wir eben wirklich Eisenmangel haben. Wenn wir dann genug Eisen haben, können wir das angehen. Weil ist schon, eben wenn Besucher kommen, die bringen Geld, also dann, man hat dann so ein bisschen den Dreh. Wisst ihr, wie ich meine? Also den Knick dahingehend, dass das Ganze wirklich gut funktioniert und man den Planeten überlebt. Wenn man den Raumhafen hat, wenn die Besucher kommen. Wenn sie einem nicht zusammenschießen, das ist dann noch, aber dafür haben wir ja Wachen. Da kommen nochmal drei Leute. Lass ich mal langsamer machen. Wobei, eigentlich ist es egal, wer hier kommt.
Wir können ja hier gucken, wen wir haben. Wir haben 12-mal Biologe, 11-mal Ingenieur, 14 Arbeiter, eine Wache, 2 Sanis. Alles okay, aber ich glaube, jetzt haben wir dann ein Problem mit dem Sauerstoff. Kann das sein? Jawohl, hier, man sieht. Ich mache langsamer. Und muss hier zumachen, wenn nochmal einer kommt, kriegen wir Sauerstoffprobleme. Von der Nahrung her passt. Wobei, es ist schon so, dass nicht dann plötzlich ein Raum keinen Sauerstoff mehr hat. Das habe ich schon mal erklärt. Und dann geht einfach der Sauerstoffgehalt dann entsprechend runter. Der ist jetzt eh schon nicht mehr ideal. Man sieht, weil wir sind genauso viele, wie wir im Prinzip brauchen. Wir haben lauter müde. Geht halt schlafen, Leute. Oder habt ihr hier die Betten voll? Sozusagen? Nein. Aber wir haben Bioplastik. Wisst ihr was? Wir bauen hier mal nochmal aus. So, damit wirklich jeder hier sein Bettchen kriegt. Geht genau nicht mehr hin. Schade. Und einen Blumentopf kann ich leider nicht reinstellen. Schade eigentlich. Gut, jetzt bin ich gerade an irgendwas dran gewesen. Naja, gut. Lassen wir mal. Wir lassen es mal so laufen. Irgendwas war doch. Jetzt habe ich so eine innere Unruhe. Ach so, der Sauerstoff. Genau. Ich wusste es doch. Irgendwas war doch noch. Aber wir haben die Mine noch nicht. Und hier, das ist fertig. Das können sie hochziehen. Dann brauchen wir hier hinten die 2 Eisen. Wir können aber natürlich den Sauerstoffgeneratorbau hier, Sauerstoffgeneratorbau auch priorisieren. Wohin, ohne dass du störst? Hier geht's nicht. Das ist ein Teil von hier hinten. Da ist ein T-Gebäude. Hier haben wir schon so ein Teil. Wäre das größer? Das wäre das größere Teil. Ich würde das mal in klein halten noch. Ne, wisst ihr was, wir machen ein großes, dann haben wir das. Und hier unten wollte ich eben tatsächlich dann die Wachstation. Dann müssen wir das doch irgendwo hier hinten hinsetzen, zum Beispiel hier. Verbinden. Sehr gut. Und priorisieren wollte ich noch. Das ist dringender als die Mine. Und dann können wir hier wieder Gib ihm Rudi machen, nämlich das Tempo erhöhen. Ein Handelsschiff. Tempo wieder runter. Der hat Eisen. Das wäre schon mal schön. Wir haben Einzelteile. Oder Ersatzteile. Einzelteile. Ja, ich würde mal sagen, wir schlagen mal zu. Waffen hätten wir. Brauchen wir tatsächlich noch nicht. Und Transportboard nochmal für 80. Wenn ich den dazu nehme. Jo, das ist wieder der teuerste. Nee, das machen wir so, dass wir hier nur das Nötigste kaufen. Weil der ist mir viel zu teuer, der Kollege. Wir haben sogar, guck mal, noch einen Halbleiter dazu gekriegt. 55, wenn wir hier 2 machen. Und den Rest lassen wir uns auszahlen, würde ich sagen. Dann hätten wir 2 weitere Eisen, das würde uns schon mal helfen. Ja, nochmal einen raus. 54, 55, handeln, dankeschön. Tempo ist immer noch hoch, eigentlich bin ich runtergegangen. Macht aber nichts. Oh, die Robotik-Einrichtung ist fertig. Gleich mal zack, den hier. Da fehlt jetzt natürlich auch der Sauerstoff. Weil, ja, wie soll ich sagen, das geht nicht nur darum, wie viele Leute hier sind, sondern natürlich auch, wie viele Räume wir haben. Die Sättigung ist dann nicht ideal, aber das sollte kommen, wenn wir das Teil da hinten fertig haben. Und hier mal noch ein Ausgang, weil die laufen sich wieder den Wolf hier, von hier unten nach da oben. Ach, du Grüne. Also, wir stellen rein. Die Werkstatt, oder? Autobot, ja, die Werkstatt. Wir hätten hier gerne, dass an Robis gebastelt wird. Und solange wir nur einen Bot haben, würde ich sagen, bauen wir jetzt nicht die teure Werkstatt. Das macht noch keinen Sinn. Arzneimittel erschöpft. Da ist er gerade wieder dran, hat sich gerade hingesetzt, arbeitet dran. Wir haben aber auch keine Verletzten, von daher müssen wir da nicht viel machen. Wobei der Robby brauche ich dann schon mal eine Werkstatt. Aber um das zu bauen, oder um die Werkstatt zu bauen, wo haben wir die? Hier, da brauchen wir allen Ernstes 2 Halbleiter. Und ich würde sagen, die Halbleiter, die verwenden wir dann erstmal, dass wir zusätzliche Bots kriegen. Weil wir haben nur einen Robby. Also das ist natürlich nicht ideal. Aber anders geht es fast nicht zu Beginn. Also was heißt zu Beginn? Auf diesem Planeten ist es halt wesentlich schwieriger, an Bots ranzukommen. Das ist ganz klar. Wäre auch komisch, wenn nicht, weil das ist ja auch der schwere Planet. Was macht er? Mine? Ja, ein Eisen haben wir. Das Teil steht. Und hier, da fehlt natürlich noch 2-mal Eisen. Kriegen wir aber hier, sobald da noch ein paar Gemüse... Ui, wir haben eine Schlange hier. Ja, weil wir halt nur einen Ausgang haben. Was kostet uns der Ausgang? Ein Eisen. Sollen wir hier hinten tatsächlich vielleicht mal noch einen Ausgang machen? Ist irgendwie doof, weil wir haben hier hinten nichts in dem Sinn. Also hier hinten ist niemand, außer er muss jetzt hier halt das bauen.
Von daher macht es keinen Sinn. Wobei, man kann es natürlich anders sehen. Wir bauen ja weiterhin hier hinten weiter wahrscheinlich. Und jedes Mal müssen sie dann natürlich wieder laufen. Ist das wieder ein Eisen? Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Nee, gefällt mir nicht. Ich warte mal noch. Andererseits, der Stau hier, der führt natürlich auch dazu, dass uns das irgendwie Ressourcen oder Geld kostet indirekt. Weil die arbeiten nicht. Das sind Biologen hier, so wie es aussieht. Jawohl. Du wirst halt immer warten. Der eine geht rein, dann wird er irgendwie wahrscheinlich geduscht, also im Sinne von entseucht. Dann geht er weiter, dann ist er hier wieder sauber. Vor allem, er zieht ja noch so einen Raumanzug aus. Drei Eisen, Halleluja, die liegen dort. Holt sie mal. Die brauchen wir. Ah, hier. Ja, im Prinzip brauchen wir. Nee, doch. Nee, doch. Wir haben drei Eisen. Eins wird hier gerade abgeliefert, wahrscheinlich bei der Verbindung. Dann brauchen wir zwei Eisen hier, eins hier. Das heißt, wir haben mit dem, was wir jetzt an Eisen haben, die Sachen gebaut dort. Das ist schon mal schön. Hier hinten die Robby-Werkstatt passt auch. Sogar ein Halbleiter ist schon drin. Auch hier fehlt noch ein Eisen. Wenn wir das haben, dann können wir Robbys bauen. Das gefällt mir. Haben wir noch irgendeinen Mangelernährungskandidaten? Nein. Aber ihr habt jetzt Betten, ihr könnt schlafen. Ja, dann würde ich sagen, das nächste ist tatsächlich der Multidom. Und zwar in klein als erstes. Da hätten wir einen. Wäre 1-1. So wäre es 2-2. Ich würde den sogar ein bisschen größer machen, dass sie in Ruhe wirklich auch rumtouren können. Kriege ich dich hier nicht hin? Da ist Berg im Weg. Okay, dann kommt der hier oben hin. Dann sind wir beim Thema, hier einen Ausgang zu machen, weil sonst müssen sie wieder außen rumlaufen die ganze Zeit. Hier so ein Multidom. Ich gucke nochmal schnell wegen der Energie etc. Ist im Moment in Ordnung. Wir können uns sogar leisten, dass die hier mal irgendwie einen Tag nicht arbeiten, weil bei dem, was wir an Speicher haben, sollte da nicht viel passieren. Ja, Ersatzteile okay. Das ist alles hier wirklich in Ordnung. Halbleiter werden sie wieder herstellen, sobald sie wieder Eisen haben. Und hier hinten kommt das letzte Stück Eisen. Das heißt, der Generator kommt dann auch in die Gänge. Und dann geht hier natürlich auch die Sättigung wieder rauf. Wir sehen hier, wir haben nur 20%. Damit kann man auch leben. Ich schätze, so irgendwo bei 10 wird es dann wahrscheinlich eher schwierig. Wenn die Räume nur noch zu 10% Sauerstoff haben, dann ist es zu spät. Deswegen mit Sauerstoff spaß ich nicht. Da stelle ich dann relativ schnell wieder so ein Teil hin. Gut. Multidom. Mir kreist immer noch der Multidom im Kopf rum. Ich hätte den gerne. Ich finde das Teil wichtig. Und jetzt gucken wir. Jetzt haben wir hier aber tatsächlich den Effekt, dass der Bioplastik flöten geht. Weil wir natürlich nur noch eine solche Pumpe hier haben. Also so ein Prozessor. Da wird aber auch gerade wieder gearbeitet. Die Stärke hat er. Ein Eisen. Ja, man könnte natürlich auch nochmal so eine Aufbereitungsanlage hinstellen. Das würde auch helfen. Wir haben Stärke. Wir haben Erz. Ja, man könnte vieles machen. Die Frage ist, wollen wir jetzt mehr Erz und mehr Eisen? Oder wollen wir, dass die Leute gute Laune haben? Dafür bräuchten sie den Dom. Da sieht man, so richtig auf Maximum sind die wahrscheinlich alle nicht. Ja, aber es geht noch. Es ist nicht schlimm. Also dann eilt aber der Multidom eben eigentlich auch nicht, wenn man es genau nimmt. Kolonistenschiff. Nahrung ist okay. Sauerstoff ist bald wieder okay. Ja, jetzt sogar. Oh, da müssen wir das Wasser aber wieder beobachten. Wir kriegen nochmal einen Biologen, so wie es aussieht. Und dahinter müsste ein Ingenieur sein. Ja, eine Ingenieurin. Sehr gut. Wasser. Wasser prüfen. Aha, ich habe es vermutet. Okay, dann ist eigentlich klar. Kantine hat keinen Sauerstoff. Ja, das Wässerchen kommt. Wasserextraktor. Ja, machen wir den hier hin. Da müssen sie mal ausnahmsweise nicht allzu weit laufen. Zack, hier. Oder hier hinten. Ein bisschen laufen müssen sie. So, gleich priorisieren. Haben wir sonst noch was? Die Mine... Jawohl, die ist hier gebaut worden. Da waren wir Arbeiter drin. Ist natürlich nicht priorisiert, ist klar. Soll ich hier mal mit der Priorisierung? Gehe ich mal runter. Beziehungsweise ich höre auf mit der Priorisierung. Und das sieht jetzt aus, als hätte das Teil hier keine Verbindung. Das stimmt aber so, glaube ich nicht. Doch, stimmt eben schon. Die kommen da nicht hin, deswegen. Deswegen war da, glaube ich, noch keiner. Oder was macht er hier? Doch, sie kommen eigentlich rein in die Mine. Das hätte ich, das brauchen wir nicht, das Teil. Wisst ihr was, dann nehmen wir es wieder weg. So, wenn sie ja reinkommen, dann passt. Das war eigentlich der Grundgedanke, dass sie keine Verbindung haben. Aber irgendwie haben sie hier unten den Strom wahrscheinlich, die Energie. Und man sieht ja, sie können auch abseits von diesen Dingen hier, eigentlich laufen. Sehr gut.
Freut mich, wenn sie gut laufen können. Dann hat auch keiner Mangelernährung. Das ist beruhigend. Wie sieht's aus in der Robby-Werkstatt? Ja, da fehlt noch Eisen. Das ist natürlich auch nicht priorisiert. Sie sind hier wirklich mit Eisen gut unterwegs. Und Bioplastik. Ja, wir werden immer noch mal so ein Teil hinstellen. Haben wir denn jetzt noch was, was im Bau wäre? Ja, das Wasserding hier unten, genau. Da bauen wir noch mal zwei Eisenleute. Sonst geht natürlich der Sauerstoff irgendwann blöd, wenn wir kein Wasser haben, weil die hier Wasser brauchen. Sieht man hier auch. Wasserverbrauch, Energie. Und da, er generiert für 20 Personen Sauerstoff. Das heißt, wir sind jetzt bei 60 Leuten. Wenn wir hier gucken. Ne, bei 70 sogar. Sehr schön. Weil wir es ein bisschen größer gemacht haben, glaube ich. Aber das Wasser. Ist natürlich in dem Sinne im Moment auch noch nicht wirklich ein Problem. Ganz einfach. Wir produzieren zwar gerade mal so viel, wie wir brauchen. Aber wir haben hier ja auch ein Lager. Also die Türme hier. Die nochmal ein bisschen was lagern. Oder speichern. Ist vielleicht besser bei Wasser als lagern. Was machst du? Ah, der bringt Eisen hier hin. Sehr gut. Ja, ist so ein weiter Weg. Da bin ich eigentlich ganz dankbar, dass das Kollege Robby macht. Sauber. Verletzte haben wir keine. Das ist beruhigend. Selbst die Minen produzieren im Moment keine Knochenbrüche. Sehr schön. Und die Mangelernährung. Interessant. Das war einfach einer bis jetzt. Ist nicht so, dass das jetzt hier ein Problem wäre. Offensichtlich. Weil wenn da mal einer irgendwie eben, der muss halt auch mal ein bisschen Gemüse essen, der Kollege. Wenn er den ganzen Tag nur Fleisch isst, kein Wunder, dass er dann Mangelernährung hat. Ja, läuft. Schneller stellen. Da kommt nochmal ein Schiffchen. Ein Handelsschiff. Gleich wieder runter mit dem Tempo. Mal gucken, was er zu bieten hat. Eisen. Gerne. Kommission 60 ist eigentlich relativ teuer. Ah, Kolossalmodul. Das wäre die Lösung der Stromprobleme. Aber für 400, das machen wir nicht. Aber wir machen mal drei Eisen. Ja, und machen nochmal so ein Teil dazu. Ne, brauchen wir eigentlich nicht. Stellen wir her. Drei Eisen, 72. Das können wir locker bezahlen, da bin ich sicher. 40. Ja, nochmal ein Medikament. Dann sind wir bei 65. Und dann haben wir hier nochmal was dazu. Und dann haben wir das. Handeln, Dankeschön. Dann sollten wir soweit sein, dass wir wirklich alles bauen können, was wir bauen müssen. Das Teil hier unten, das haben wir. Guck mal. Da kommt das letzte Eisen. Das heißt, die Eisen, die wir jetzt gekauft haben, vielleicht werden sie die hier abliefern in der Bordwerkstatt. Das würde heißen, wir hätten dann zusätzlichen Bord. Und das wäre mir halt schon sehr wichtig, hier die Leute ein bisschen zu entlasten, dass die nicht die ganze Zeit hier mit dem Schleppen beschäftigt sind. Also das ist natürlich schon nicht, was wir wollen. Das ist klar. Ja gut, aber sonst, dann lassen wir die mal schleppen. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder hier bei Planet Base. Macht's gut. Bis denne. Tschüss.